Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute mit einem First Look von Deathloop. Das Spiel ist seit dem 20. September auch im Game Pass Ultimate von Xbox enthalten. Und natürlich spiele ich das wieder via Cloud Gaming. Diesmal natürlich dann auch xCloud. Was erzähle ich hier? Wenn euch das trotzdem gefällt, was ich hier mache, dann lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal gerne. Und ich würde sagen, jetzt steigen wir doch direkt mal ein, oder? Auf geht's. So, ihr Hübschen, bricht den Loop. Genau das ist das, was wir jetzt tun. Wir spielen als Colt und erleben alles, was hier so abgeht. Und ganz ehrlich, ich habe noch nicht reingeschaut vorher. Ich weiß nicht, wie das Spiel ist. Für mich das erste Mal. Ich kenne das Spiel selber gar nicht. Aha. Hallo, wer bist du? Warum erinnerst du dich nicht? Ich weiß es nicht. Gib mir eine Sekunde. Du versuchst es ja nicht mal. Ich hab keine Ahnung. Wow. Scheiße, das ist nicht gut. Könntest du dich bitte beeilen? Bei was? Was? Das für ein Start. Bin verwirrt. Bin gestorben. Woo. Was war das? Ich bin wieder da. Das war echt ein verrückter Albtraum. Könnte man so sagen. Okay. Wie bin ich hierher gekommen? Okay, drücke L, während du dich nach vorne bewegst, um zu sprinten. Drücke L, während du dich seitwärts oder nach hinten bewegst, um auszuweichen. Der längste Tag, diesen Ort erkunden. Okay, hier. Mach ich. Okay, dann kann ich ausweichen. Kann ich sprinten? So. Ja, habe ich ja jetzt schon. Guck hier, nach vorne. Grinch los. Brich den. Was? Was war das? Den Loop brechen? Das ist doch wohl ein Witz. Nee, das ist da. Ich sehe es. Oh, Mann. Also, der Humor gefällt mir ja schon mal mega. Mache ich hier hoch oder gehe ich da erstmal gucken, was das ist? Aha, ja, ja, ja. So, drück in der Nähe von Kanten A, um an ihn hochzuklettern. Wer bist du? Wer bin ich? Mein Name. Mein Name? Scheiße. Fuck! Wie heiß ich, verdammt! Wie heiß ich? Life begins with violence. Hier ist ein X. Flasche. Ach, guck mal hier. Tragen. Nehme ich mal mit. Kann ich die werfen, wenn ich will? Okay, konnte man leider nicht mehr erkennen, ob das Ding da auch wirklich kaputt geht. Gibt es hier noch irgendwas für mich zum Mitnehmen? Nein, nur Flaschen. Man kann die anderen Flaschen kaputt machen, das ist klar. Du bist gerade aufgewacht und hast keine Ahnung, was hier los ist. Ja. Hey Baby, hast du mich vermisst? Was ist hier los? Waffen. Drücke RT, um zu schießen. Halte LT gedrückt, um das Visier zu verwenden. Zum Nachladen X drücken. Dann gibt's Ladehemmungen und dann sollte ich nochmal X drücken. Leichte Infanteriemaschinenpistole. Woher weiß ich das? Woher weiß ich das? Oh, okay. Willst du üben? Zum Abdrücken. Eingerostet. Ach hier, genau. Willkommen zurück. Schieß mich auf. Häng, häng. Geil, mal. Wenig Munition. Ja. Okay, keine Munition. Jetzt muss ich mal schauen. Hier lag doch auch noch was rum. Nee, nicht den Weckern. Hier. Munition. Kleinkaliber geschossen. Das habe ich erstmal wieder. Auch noch Munition. Okay, muss also auch ganz schön was finden hier. Funktioniert schon mal. Hat das hier oben was Explosives? Nein, die Flasche. Nicht schlecht. Alright, wir gehen mal weiter.
müssen ja garantiert hier rein. Tür öffnen. Ist hier dunkel? Ich sehe nichts. Liegt hier was rum? Liegt hier etwas rum? Nein, da liegt nichts rum. Oh, ich bin's. Großartig, natürlich. Hä? Was? Also ich weiß nur, dass man als Spieler am Anfang sehr verwirrt sein soll, aber es dem Charakter halt genauso geht. Kommt mir bekannt vor. Und dann passt das ganz gut. Wohne ich etwa hier? Sei dein bestes Ich. Was ist hier los? Perfektes persönliches Siegel. Siegel sind von der Kraft der temporalen Anomalie auf Black Reef erfüllte Gegenstände. What? Manche verstärken deine Fertigkeiten und Attribute, mit anderen wiederum kannst du deine Waffen verbessern. Siegel von höherer Qualität besitzen stärkere Effekte. Finde Siegel versteckt auf Black Reef oder bei Gegnern. Ah ja. Merkwürdig. Finde ich auch. Okay, der Typ und ich sind genau gleich. Charlie Montagu. Ziemlich Genie, ziemlich Idiot, absoluter Nerd. Wegen der Teleporttafel ist es schwer zu erwischen. Ganz schön unheimlich. Harriet Morse. Selbsthilfeautorin. Okay, ich lese mir hier jetzt nicht alles durch. Ah, der Frank, den hat man doch schon wieder. Er hat doch vor uns irgendwas gesagt, ne? Reiches Arschloch. Kann ich mir das sicherlich später alles nochmal angucken, wenn ich es wirklich brauche. Ziemlich trinkfest. Ich denke, das war alles hier. Was haben wir hier noch? Nix. Waffen, keine Munition. Nein, von hier komme ich. Hier in dem Schrank noch was? Okay. Hacker Magic. Black Reef. Wohl gerade Nebensaison. Ja, das ist von mir, glaube ich. Okay, ich habe das also selber gebaut. Hacker Magic. Hacke dich mit dem Hacker Magic in elektronische Geräte, um sie für dich zu nutzen. Visiere ein Gerät an und halte LB gedrückt, um es zu hacken. Die Lichter auf dem Hacker Magic zeigen deinen Fortschritt an. Manche gehackten Geräte können per Hacker Magic aus der Ferne aktiviert werden. Visiere dazu das gehackte Gerät an und drücke LB. Du kannst Sensoren, geschützte Rollläden und alles mit einer Hacking-Antenne hacken. Okay, überall, wo eine Antenne drauf ist, kann ich also was machen. Gibt es hier was zu üben? Hier. Genau. Jetzt halte ich das. Bumm. Ging auf. Alles klar. Verstehe ich. Kann ich mir merken. Gibt es hier oben noch mehr? Nein. Ganz schön dunkel. Weiter geht's. Du kennst den Code. Nein? Was für ein Code? Wo brauche ich einen Code? Ich weiß nichts von einem Code. Hey, hallo! Was zum... Hey, kennst du den Code? So geil. Das ist also textlich und diese Humor, der gefällt mir total. Gehe ich jetzt hier runter? Gehe ich jetzt hier gerade? Ich gehe erstmal hier gerade. Kennst du den Code? Weiß ich immer nicht. So, Code eingeben. Ich kenne den Code leider nicht. Diesen Code suchen. Alles klar. Der längste Tag muss ich also diesen Code finden. Egal wer ich bin, wo ich bin oder was nötig ist, ich verschwinde von hier. Alles klar. Dieser Hinweis wird jetzt verfolgt. Ich habe geträumt, dass ich gestorben bin. Es fühlte sich so an. Genau. Und jetzt den Code finden. Ich kenne keinen Code, aber den brauche ich, wenn ich durch diese Tür will. Kann ich das hacken? Zeigt er mir eigentlich immer an, wenn ich was hacke? Weiß ich noch gar nicht. Wir gehen mal hier runter schauen, was los ist. Hier liegt was. Kleinkalibergeschoss. Mitnehmen. Immer alles mitnehmen, wenn man was findet. Ja? Gut. Was? Drücke R, um den Leuten in den Hintern zu treten. Oder wohin auch immer. Mann, der Humor gefällt mir. Das ist genau mein Spiel. Okay, Colt. Suchen wir mal diesen Code. Nochmal, oder was? Warum geht er nicht? Warum geht er durch? Ach, B, um in die Hocke zu gehen. Nicht schleichen. Gut. Leichtes Wasser schadet. Tiefes Wasser tötet. Am besten gehst du gar nicht erst schwimmen.
Ah, okay, das ist natürlich auch interessant. Hier muss ich also jetzt garantiert springen, ja? Ah, kalt! Ah, ah, ah. Nein, hier ist ja schon wieder etwas. Scheiße. Das ist sie. Hat vor, den Loop zu brechen und damit sein Versprechen an das Eon-Projekt. Also, folgt dem Protokoll. Schützt die Protokoll. Tötet Colt. Einen erfüllenden Tag. Was? Ja, das klingt gar nicht gut. Mit Colt? Ich bin Colt. Nicht hoch. Jetzt üben wir also doch nochmal lang. Was liegt denn hier rum? Halt in der Nähe von Kanten A gedrückt und klettern, das weiß ich ja schon. Was ist das? Das sind nur Leuchtstäbe. Wahrscheinlich haben die mir angezeigt, wo ich lang gehen muss. Wir gewähren des Sprintens B, um zu rutschen. Wollte ich jetzt sprinten und rutschen? L, um zu sprinten, halte bei A gedrückt, um größere Lampen. Das ist nicht sein richtiger Name. Diese Idioten. Die wissen gar nichts. Das ist die Aussicht auf den ersten Tag vom Rest. Gegner ausschalten. Drücke bei entsprechender Aufforderung RB, um einen nichtsahnenden Gegner flugs auszuschalten. Du kannst dies mit einer Schusswaffe oder den bloßen Händen tun oder RB antippen, um deine Machete zu ziehen. In der Hocke bewegst du dich leise, also drücke B, um dich gegen dich... Also erstmal die Machete nehmen, ja? Das ist schon mal gut. Wow, die glitzert schön, gefällt mir. Und der pissende Typ summt da draußen. Einfach verschwunden? Das war zu einfach. Ist Gegner verschwinden, wenn sie sterben lassen, aber eine verirrliche Schattenspur. Ja. Oh Gott, die Rätsel werden immer größer hier. Was ist los hier? Hier liegt nichts mehr rum. Ach, falsche Taste. So, wie komme ich wieder auf die Machete mit RB? Genau. Dachte, ich muss das mit der Machete irgendwie anvisieren. Das habe ich jetzt gar nicht hingekriegt. Nicht so schlimm. Was steht hier noch? Too fucking cool. Freedom. Ja, na was denn ja? Aber schon nett aus hier. Schaut euch mal die Aussicht an. Wunderschön, wunderschön. So, wo geht's weiter? Morgen sind sie wieder. Fuck, da. Kann mich nicht erinnern. Geht mir auch so cold. Morgens mitten. In einem Felsplateau. Es scheint kalt zu sein. Ich weiß nicht, wer ich bin, wohin ich muss und was hier los ist. Ist hier lang? Nein, hier nicht lang. Also doch, hier drüben. Oh, was stimmen gehört. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Fokus, drücke Steuerkreuz nach unten, um einen Gegner mit dem Symbol zu markieren, das die Art von ihnen verwendete Waffe anzeigt. Behalte markierte Gegner im Auge, um ihre Patrouillenrouten in Erfahrung zu bringen. Halte gedrückt, um auf Gegner zu fokussieren und mehr über sie herauszufinden, zum Beispiel die Vorgehensweise im Kampf, ihre Aufmerksamkeit, Hinweise. Okay, Eternalisten.
Was Eternalisten sind besonders mächtiger Ausrüstung, verströmen sichtbare Kraft. Und zu Fokus. Also, jetzt hier die Leute, ne? Ich einmal nach, kurz nach unten klicke, hat er gesagt, dann zeigt mir die Waffe. Also, wenn ich länger drücke. Schwingt gerne ein Schwert, weiß nicht, dass du da bist. Und er hat eine Waffe. Weiß nicht, dass du da bist. Einfache Ausstattung. Was haben wir hier noch? Redet auch gerade. Denkt, dass heute nichts passieren wird. Standardmontur. Ja. Ach, hier haben wir ja noch einen. Hab ich gesehen. Scharfe Klinge, stumpfer Sinn. Weiß nicht, dass du da bist. Einfache Ausstattung. Das ist irgendein geiles Auto. Das kann man nicht anvisieren. Oben sehe ich sonst keinen. Würde ich sagen, gehen wir mal runter. Gleichen uns mal an. Was haben die für ein Sichtfeld? Das würde mich mal interessieren. Man muss nur ganz genau hinhören. Hat er jetzt was liegen lassen, was ich mitnehmen kann? Signal. Wo? Hab ich nicht gesehen. Hier oben. Störung verursacht. Jetzt haben sie mich gesehen. Das habe ich genau erkannt. Wo bist du? Hin. Seh dich nicht. Entdeckung! Ja. Du verdirbst allen die... Was verderb ich? Bitte was? Lass mich in Ruhe. Denk an was Schönes. Was Schönes. Nicht noch ein Dritter irgendwo? Da hinten läuft er. Ja. Hat er jetzt was für mich übrig gelassen hier? Nein. Ein Loot zum Aufsammeln, nachdem der gute Mann tot war. Da hinten. Was hier einsacken? Konsumieren. It's Pop. It's Pop. Ich weiß nicht. Die Backstube klingt interessant. Sind cool, oder? Hab mal mit ihm angestoßen. Er ist ziemlich raubeinig. Typisch Militär. Sagt keiner mehr. In der Rede mit sich alleine. Ach, der hat ein Funkgerät ausgemacht. Tschikowski! Colt, bist du da? Hallo. Hallo? Hallo? Ich, Juliana, falls du es vergessen hast. Okay, pass auf. Keine Ahnung, was ich genau letzte Nacht gemacht habe. Aber könntest du... Was? Wie war das? Ich glaube, wir kennen uns. Das tun wir doch, oder? Ja, endlich! Hau ihr nicht. Du bist zurück. Also, was weißt du noch von mir? Alles etwas verschwommen. Was weißt du noch? Ich heiße Colt. Von mir? Du willst mich umbringen und ich kenne so einen scheiß Code. Oder auch nicht. Und dann ist da diese Loop-Sache. Du willst den Loop brechen, richtig? Ja. Denke schon. Also, wenn du nicht versuchst, ihn zu brechen, bringe ich dich einfach um. Immer und immer wieder. Immer und immer brutaler. Bist du es tot? Okay, ich brech den scheiß Loop. Keine Ahnung, warum du sauer bist, aber sorry. Seid eine Frau. Noch da? Das hast du noch nie gesagt. Wir haben gedatet. Geh einfach in die Bibliothek. Da ist was für dich. Okay, die gute Dame ist sauer auf mich. Irgendwas ist passiert. Ich soll diesen scheiß Code, den Loop brechen. Und den Code brauche ich. Okay, wir gehen mal schauen. Hier steht ein Fahrrad. Hallo, Fahrrad.
Also ich habe noch nie so ein Fahrrad in dem Spiel gesehen. Das ist geil, hier steht ein Fahrrad in dem Spiel. Hey, Complexicon Lea, mach doch mal die besten Fahrräder in Games. Kann man hier jetzt einen Screenshot machen? Screenshot, ich will einen Screenshot. Ich will einen Screenshot. Es gibt keinen Screenshot. Mach hier mal Screenshot. Was machst du da? Hör ja. Was, oder nicht? Jetzt mach mal ruhig, Mädel. Bin doch schon dabei. Gesundheitsstationen. Benutze die Gesundheitsstation, um dich zu heilen. Halt X gedrückt, bis du deine Gesundheit vollständig wiederhergestellt ist. Ach, das brauche ich ja mit diesen Fettbobs. Ich bin wieder fresh and freshy. Fresh and freshy. Joy of Knowledge von Juliana. Was haben wir hier Feines? Komm ich ja jetzt nicht hin. Klar komm ich hier hin. Denkt ihr denn? Komm überall hin. So, aber hier kann ich gerade nichts machen. Follow your fun. Trust the visionaries. Ach, hier wäre der Eingang gewesen. Ist ja langweilig. Eingänge kann jeder. Was ist das hier für eine Retro-Ausstattung? Die Bibliothek. Zeig mir die Bibliothek. Da oben steht was. Hoch mit uns. Protect the loop. Note the protocol. Protect your loop. Ja, was denn nun? Soll ich den Loop brechen oder schützen? Okay. Bin in der Bibliothek. Was du auch tust. Nicht den Hebel ziehen. Halt. Was? Hallo? Fuck. Was für ein Hebel? Na schön, ich zieh den Scheißhebel. Ich die immer in Rätseln. Was haben wir denn hier? War gerade was. Was macht Kohl? Loop-Nummer, keine Ahnung mehr, egal. Heute Vorhersagen. Der Albtraum über seine Glücksjacke. Murmelt Scheißpersonal, der angestopft wird, wacht mit Sand im Mund auf. Übergibt sich fast, halluziniert, tötet Michael bei seinem Morgenpiss, liest das hier. Hi, Cold. Tatsächlich? Das hat schon mal gestimmt. Zieh. Also, ja. Gut. Muss ich jetzt machen. Oh, Scheiße! Was? What the hell? Du fällst immer auf den gleichen Scheiß rein. Kannst du dich bitte nur einmal anstrengen, damit es interessant wird? Was ist das denn? Keine Sieg. Ach, jetzt kommst du mir wieder so. Weißt du, normalerweise mache ich es dir leicht. Du undankbares Arschloch, aber... Oh. Die Tür ist da hinten. Auf Wiedersehen. Yep, gedatet. Warum tust du das? Was habe ich dir je getan? Oh, du erinnerst dich nicht? Und der Code? Wie sieht's damit aus, ha? Ich kenne den Code nicht. Ah! Ring, spiel mit. Ring, du wirst es überleben. Ring. Okay, muss ich machen. Okay, dann mal los. Willst du mich verarschen? Bist du? Du kennst den Code schon. Du hast ihn auf Black Reef geschrieben. Was soll das heißen, verdammt? Hallo? Bist du schon los? Was zum? Ich warte. Zieh dich hoch! Mann, bist du schwer! Die Black Reef-Karte. Du hast ihn auf die Postkarte geschrieben. Verstehst du? Okay. Ja, die Postkarte, ich erinnere mich. Also Leute, ich bin total verwirrt. Die Juliana, die will, dass ich jedes Mal sterbe. Die ist ein Miststück. Jetzt bin ich wieder da. Und die Hinweise, die führen mich auch in die Irre, oder was? Was für eine verdrehte Welt ist das? Okay. Postkarte besorgen und vom Strand weg. Ja. Also ich habe erstmal wieder nichts. Mein Inventar ist wieder leer, also weiter geht's. Das Schöne ist, ich weiß ja, wo ich bin. Sei schneller, der Tag vergeht schnell. Brich den Loop, entkomme von Black Reef. Ja. Also die... Gleicher Morgen. Gleiche verfickte Sendung. Hast ihn auf Black Reef geschrieben? Ja. Sei dein bestes Ich, nimm mich. So, jetzt muss ich auch das ganze andere Zeugs ja lesen wieder, damit das hier irgendwo bei mir dann abgelegt ist. Weiß ich nicht.
Vermute ich mal. Nee, fügte mir nicht zum Inventar hinzu. Also, das kann ich überspringen. Dann brauche ich jetzt die Postkarte. Aber ich brauche natürlich auch dieses Hagger Magic. Genau. Danke sehr. Und da ist die Postkarte. Scheiß doch einer die Wand an. Abdam. 3532. Okay. Abdam? Was heißt Abdam? 3532. Das will ich wissen. Brechen wir ein paar Loops. Gut. Niemals. Niemals wirst du den Loop brechen. Das ist absolut unmöglich. Ich soll ihn brechen. Ich soll ihn nicht brechen. Was Eben. Willst du von mir? Dass du nicht verkackst. Okay, der Morgen war schon ziemlich scheiße. Im Ernst, das war's. Mit dir, mit all dem. Das endet hier, heute. Und sicher gab's noch ein paar. In Abdam. Ein paar Kugeln. Natürlich. Magazin ist voll. Mehr als 50 kann ich nicht mitnehmen. 3, 5, 3, 2. Ich weiß es genau. 3, 5, 3, 2. Juhu! Guten Morgen, Black Reef. Hier ist Juliana Blake mit einer wichtigen Durchsage. Ich habe gerade erfahren, dass Colt uns verraten hat. Bis er tot ist, werden alle Freizeitaktivitäten eingeschränkt. Also, was? Was? Was will die Tussi von mir? Das perfekte Handwerkszeug. Oh, Scheiße, ich brauche mehr Munition. Waffensiegel. Granaten. Sprengwandler. Ja. Ist ein vielseitig einsatzbares Sprenggerät mit Dreikommunikation, Granate, Annäherungsladung und Stolperdrahtmine. Drücke, um den Sprengwandler auszuholen. Halte gedrückt, um einen bestimmten Modus auszuwählen. Und dann drücke LB, um eine Granate zu werfen oder abzukochen. Lass los, um sie zu werfen. Ja, eine Machete hatte ich ja von uns auch. Genau, die brauche ich auch wieder. Sehr gut. Schön, dass ich hier dran denke. Also, ich nicht, sondern die anderen. Hier kann ich erstmal nichts machen. Also, was war's hier? Okay. Ah, ich kann auch hier meine Hände unterschiedlich. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Warum steckt das in der... Wow, was zum... Da war ein Erfolg vorgeschuldet. Abdam. Wow. Okay, soll das passieren? Oh, kalt und seltsam. Reprise. Dieses geheimnisvolle Metallstück scheint dir zu gehören. Die Tafel verleiht dir die Reprise-Fähigkeit, die dich nach deinem Tod ins Leben zurückholt. Allerdings nur zweimal. Stirbst du ein drittes Mal, endet dein aktueller Loop und du wachst am Morgen des nächsten Loops ohne die im vorherigen Loop gesammelte Ausrüstung auf. Nach einer Rückkehr per Reprise bist du einige Sekunden lang nahezu unsichtbar. Nutze die Gelegenheit, um dich in Sicherheit zu bringen. Die Anzahl deiner möglichen Reprisen wird beim Wechsel der Distrikte zurückgesetzt. Okay. Ich werde das schon irgendwie irgendwann meistern. Morgengrauen, du hast eine Knarre, ein paar Granaten und eine Adresse in Abdam. Jetzt hol dir deine Antwort. Ja, ich glaube, das ist genau der richtige Moment, um einfach jetzt hier den Cut zu machen, weil ich habe überlebt. Yeah! Und spiele hier im Singleplayer-Modus. Also, das Spiel verwirrt mich, aber ich glaube, das Spiel soll einen auch verwirren, weil der Charakter Colt ist ja genauso verwirrt. Was ich aber unbedingt festhalten muss, wow, das macht Spaß, das ist geil, das ist genau mein Humor, ich bin mittendrin, ich würde jetzt am liebsten weiterspielen. Aber ganz ehrlich, ich habe das hier morgen früh um 8 aufgezeichnet. Ich muss jetzt erstmal ins Büro. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaltet habt. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Ich schaue da definitiv wieder rein. Vielleicht recorde ich das auch. Wenn ihr wollt, dass ich das weiterspiele auf meinem Kanal, dass ich das hochlade, dann lasst ein Like da und schreibt es mir in die Kommentare. Und vielleicht, wenn ihr wollt, dass ich das im Livestream spiele, macht das ebenfalls. So, das war's an dieser Stelle. Hier könnt ihr jetzt noch, hier könnt ihr jetzt noch Abo drücken und hier oben habt ihr noch, da habt ihr noch zwei Videos, könnt ihr draufklicken. Schön, dass ihr dabei wart, wir sehen uns bald wieder, ahoi. Ciao.